Willkommen zu den Power-Tipps mit Windows 7, hier den Favoriten, mit denen ich schneller auf Ordner zugreifen kann und dies auch ein bisschen übersichtlicher gestalten kann, hier im Gegensatz zu Verknüpfung auf dem Desktop. Der Windows Explorer, ich öffne ihn mal kurz, befindet sich ja hier unten in der Taskleiste, also entweder klicke ich mit links drauf oder ich drücke Windows-Taste E, dann kommt der Explorer und ich habe oben links im Explorer den Favoritenbereich. Der ist neu gestaltet bei Windows 7. Ich habe direkt die Möglichkeit, hier Verknüpfungen auf bestimmte Ordner zu setzen, direkt in diese Verzeichnisse hineinzuspringen. Ich wechsle nochmal kurz zu Laufwerk T. Ja, und das Anlegen so einer Verknüpfung ist recht einfach. Ich möchte direkt auf meine zum Beispiel Datendateien eine Verknüpfung erzeugen, diesen Ordner, und ich schiebe ihn einfach jetzt mal mit der Maus zwischen die Lücken hier, zwischen die einzelnen Ordner. Und da wird mir dann, wenn ich die Maus löse, eine Verknüpfung angelegt. Diese Verknüpfung führt mich direkt in das entsprechende Verzeichnis. Ich kann die Verknüpfung auch direkt umbenennen, also damit wird mein Originalordner nicht umbenannt. Na, wenn ich drauf springe, es bleibt weiterhin der Ordner Datendateien. Und ich kann die Verknüpfung hier mit rechter Maustaste auch wieder entfernen. Allerdings, ein Verschieben ist auch schnell möglich. Ich kann hier eine Verknüpfung erstellen. Ich kann aber auch, wenn ich direkt einen Ordner treffe, direkt in diesen Ordner verschieben. Ich mache das mal. Wenn mir das passiert, vielleicht ist aufgefallen, hier ist der Ordner jetzt verschwunden, kann ich vielleicht anschließend direkt über Organisieren rückgängig die Aktion rückgängig machen. Ich schaue nochmal, Datendateien. Na, die Ansicht muss vielleicht noch aktualisiert werden. Ich drücke mal F5, jawohl. Der Ordner ist wieder da. Also das Verschieben mit der Maus bevorzuge ich nicht. Von daher folgende Variante vielleicht noch: auf den Ordner klicken, Steuerung C drücken und anschließend auf Favoriten links klicken und Steuerung V drücken. Damit wird eine reine Verknüpfung erzeugt und ihr lauft nicht Gefahr, Ordner versehentlich zu verschieben oder die Verknüpfung an falsche Stelle zu setzen. Die Favoriten selbst werden aus den regulären Anwendungen, ich starte mal Word, direkt auch zur Verfügung gestellt. Auf Datei, auf Öffnen geklickt. Ich sehe als allererstes oben links die Favoriten. Klar, das ist ein Microsoft-Produkt, aber auch hier der Adobe Reader. Ich klicke mal auf den Adobe Reader, klicke hier auf Öffnen. Auch Adobe bedient sich hier der Favoriten. Also ich kann von überall schnell auf meine häufigst genutzten Ordner zugreifen.